So, jetzt habe ich ihn dann doch, Edo Günther vom Bund Naturschutz. Ja, die heutige Versammlung, Herr Günther, war es in Ihrem Interesse? Hat es den Vorstellungen entsprochen? Also in meinem Interesse war es allemal. Die Vorstellungen wären natürlich idealerweise, dass hier Tausende von Menschen ihren Protest zum Ausdruck bringen. Aber das ist, glaube ich, Wunschvorstellung, die so nicht in Erfüllung gehen kann oder gehen wird. Aber im Grunde genommen wäre es wichtig und notwendig, wenn mehr Menschen ihren Protest zum Ausdruck bringen würden, weil dieser Atomstandort mit seinen ganzen Mülllagern, Atommülllagern uns Generationen noch belasten und beschäftigen wird. Und das ist ja weitaus auch ein Herzenswunsch von Edo Günther. Ich denke, was sind so die persönlichen Ziele auch für die Zukunft jetzt, mal abgesehen von dem, was vorhin in der Ansprache gesagt wurde? Meine persönlichen Ziele für die Zukunft, ich kämpfe an allen Ecken und Enden dafür, dass meine Enkelkinder auch eine lebenswerte Zukunft haben. Das ist das Entscheidende, an allen Ecken und Enden. Da gehört dann über die Atomkraft hinaus, also das Abschalten der Atomkraft, alles andere, was mit CO2 und Klimaveränderung und so weiter und so fort, bei unserem Klima-Hotspot, in dem wir uns hier im Franken, in Unterfranken befinden, muss das an vorderster Stelle Vorstellung sein. Jeder müsste an seinem Platz kämpfen dafür, dass es noch auch in 30, 40 Jahren lohnenswert ist, hier zu leben. Nur mal ganz kurz die zwei Termine, die ganz wichtigen Termine für die SWN-Zuschauer. Ja, zum einen am 11. März ist der nächste Fukushima-Jahrestag. Da macht das Schweinfurter Aktionsbündnis am Wichtermannplatz in Schweinfurt um 11 Uhr eine Mahnwache mit den Themen um die Atomkraft rum, um die Gefährlichkeit der Atomkraft. Das ist der eine Termin. Und der andere Termin ist am 15. April. Gibt es an drei Stellen in Deutschland größere Demonstrationen. Eine in München, das ist die für den süddeutschen Raum, wo wir hoffentlich feiern können, dass dann endgültig ISA 2 abgeschaltet wird. Das ist so das Ziel, aber auch den Protest wieder noch zum Ausdruck bringen, dass über das einfache Abschalten von Atomkraftwerken hinaus in Deutschland an allen Ecken und Enden noch Atomkraft genutzt wird. Wie auch immer, mit Brennelementeproduktion, mit Urananreicherung, mit Atombombenlagerung und so weiter und so fort. Das ist ja alles noch da. Das ist ja nicht abgestellt. Also wichtige Termine. Vielen Dank. Freundinnen und Freunde, ich freue mich recht herzlich, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Der Daniel hat mich schon vorgestellt, mein Name ist Sabine Braun, ich bin die erste Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen Ortsverband Grafenrheinfeld. Ich freue mich sehr, dass ich hier den Paul Knoblach entdeckt habe. Wo ist er denn? Da. Mitglied des Bayerischen Landtages, Babs Günther, vom Schweinfurter Aktionsbündnis gegen die Vertreterinnen und Vertreter von People for Future. Der Christian Schäflein von Babi und der Bayerische Rundfunk, SWNTV und Mainpost, habe ich auch gesehen. Die Abschaltung war 2015 hier in Grafenrheinfeld. Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich so weit war, dass dieses Kernkraftwerk abgeschaltet wurde. Aber leider ist uns der Atommüll geblieben. Wir möchten nicht noch mehr Atommüll. Weder von Würgersen noch anderswo. Wir setzen auf erneuerbare Energien. Daher Nein zu Atomkraftwerken ist auch Nein zu Atommüll. Daher freue ich mich sehr über die folgenden Redebeiträge von Paul, Babs und den anderen. Und vielen Dank, dass ihr und Sie heute alle da sind. Dankeschön. Sehr positiv ist, dass der Rückbau so weit fortgeschritten ist, dass eine Wiederinbetriebnahme des AKW Grafenrheinfeld ausgeschlossen ist. Negativ ist, wir haben hier weiterhin einen Atomstandort. Wir haben zwei Atommülllager. Einmal für hochradioaktiven Müll, einmal für schwach- und mittelradioaktiven Müll. Das gesamte radioaktive Inventar aus den Betriebsjahren befindet sich also weiter vor Ort.
Es gibt aber einen Unterschied. Es ist weniger gut abgeschirmt als vorher im Containment des AKW. Und radioaktiv belastetes Material wird teilweise deponiert. Danke. Auf der Deponie Rotmühle, teilweise verbrannt im Gemeinschaftskraftwerk, teilweise als freigemessen, man muss da ganz deutlich die Anführungszeichen mitsprechen, als freigemessen deklariert und zur uneingeschränkten Wiederverwendung freigegeben. Das ist die Normalität am Standort Grafenrheinfeld. Aktuell ist nun was dazugekommen. Und zwar die Atommülltransporte oder der Atommülltransport. Es waren ja insgesamt vier Container von Würgassen, auch ein Atomstandort nach Grafenrheinfeld. Weil sich Preußen Elektra für alle seine Atommülllager an seinen AKW-Standorten die Einlagerung von jeweils bis zu 20% Müll aus anderen Standorten hat bewilligen lassen. Also es handelt sich um schwach- und mittelradioaktiven Müll. Und die Genehmigungsbehörden, die das abgesegnet haben, haben damit die Voraussetzungen für Atommülltransporte geschaffen. Es ist fatal, denn das widerspricht dem Minimierungsgebot für kontaminierte Stoffe aus der Strahlenschutzverordnung. Das Ganze birgt ein erhöhtes Unfallrisiko und die Gefahr gezielter Angriffe. Zulässig darf nur noch eine Art von Atommülltransporten sein, und zwar die in die jeweiligen Lagerstätten zur endgültigen, tiefen, biologischen, maximal abgeschirmten Lagerung, wenn sie dereinst zur Verfügung stehen. Was hier passiert, was wir jetzt erlebt haben, das ist fahrlässiger Atommülltourismus und ist abzulehnen. Das gesamte Problem ist aber umfassender. Uns wurde ja immer mal erzählt, das wird abgeschaltet, das AKW, und dann ist der Rückbau und dann freuen wir uns alle über die grüne Wiese. Die grüne Wiese, das soll wohl Symbol sein für etwas Friedliches, für etwas Harmloses, Ungefährliches. Wir müssen erkennen, dass die Zwischenlagerung zur Langzeitlagerung wird. Da müssen wir aufpassen und da müssen wir versuchen, auch die junge Generation zu sensibilisieren und mit ins Boot zu holen. Genau. Es gibt die Forderung zu einer umfassenden Neubewertung des gesamten Konzeptes der oberirdischen Atommülllagerung, inklusive intensiver Forschung zu Gebäuden, Behältern und radioaktivem Inventar. Man kann nicht da Stopp machen, wo man sagt, okay, es wird alles viel, viel länger dauern, es wird Jahrzehnte dauern, bis man überhaupt einen Standort gefunden hat zur Verbringung des hochradioaktiven Inventars, aber auch zur Verbringung des schwach- und mittelradioaktiven Inventars, denn ob Schacht Konrad wie geplant starten kann, das ist äußerst fraglich. Radioaktive Strahlung kann Organismen schon in geringen Dosen schädigen. Es gibt keine Untergrenze, wie uns gerne weiß gemacht wird, unterhalb derer radioaktive Strahlung nicht schädlich ist. Es geht also um uns, die wir hier sind. Es geht um unsere Nachkommen. Es geht um die Folgegenerationen. Und wir müssen am Thema bleiben. Sie sehen, ich bin noch immer ungeübt, wenn auch schon 4 Jahre im Landtag. Es freut mich jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit immer mehr Männern und Frauen, vor immer mehr Menschen eingeladen werde zu reden. Ich weiß, das ist ein Privileg und ich weiß es sehr zu schätzen, davon dürfen Sie wirklich ausgehen. Gerade heute, wo das Wetter uns gerade versucht, einen Strich durch die Rechnung zu machen, es regnet auf unsere Manuskripte. Paps wird es genauso erlebt haben wie ich jetzt gleich. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir setzen Mützen und Kapuzen auf und stellen unsere Thesen vor. Und meine
es ist wichtig und es ist weit mehr als nur mal so ein Samstagmorgenspaziergang. Noch mehr Atommüll in Grafenrheinfeld einlagern will, kämpfen wir Grünen dagegen. Wir waren zusammen mehrmals auf der Straße, haben Atommüllexperten zu uns eingeladen und berichten lassen. Ich selbst bin seitdem ständig im Austausch mit der Bayerischen Staatsregierung und mit der BGZ. Alle Versuche, den ersten Liefertermin zu erfahren, sind im Sand verlaufen. Wir wurden gezielt ausgeschlossen. Weil wir Widerständigen ja so gefährlich sind, wie wir alle, uns ist allen klar, wir fürchten uns beinahe vor uns selbst. Aus meiner Sicht noch zwei, drei Dinge dazu sagen, zu dem, was also schon verkündigt wurde, was gesagt wurde, aber auch was darüber hinausgeht. Eine Zahl noch zum Verständnis, warum überhaupt ein zentrales Eingangslager geplant wird, was auch noch längst nicht gesichert ist, dass es tatsächlich kommt, weil es gibt im Moment einen Gutachtenstreit zwischen den einzelnen Parteien. Mit solch einem zentralen Eingangslager dauert die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktivem Müll in Schacht Konrad 15 Jahre. Ohne dieses Lager, dieses zentrale Eingangslager, dauert es 30 Jahre. Also nur, damit die Dimension mal bekannt ist, wenn überhaupt Schacht Konrad 2027 tatsächlich in Betrieb ginge, auch dort Einlagerungszeiten von 15 bis 30 Jahren, was im Umkehrschluss heißt, dass dieses Lager für schwach- und mittelradioaktiven Müll hier am Standort, also mindestens bis 2027 plus 15 oder plus 30 Jahre. Darüber hinaus ist es aber wichtig, auch mit solch einer Demonstration ein weiteres Zeichen zu setzen, weil das Einzige, was wir in Deutschland tatsächlich als sogenannten Atomausstieg propagieren, ist das Abschalten der laufenden AKWs. Alles andere, ich betone alles andere, läuft weiter. Da wird der Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Ob das die Brennelemente-Anreicherung in Lingen ist. Lingen versorgt 25% des europäischen AKW-Marktes mit Brennelementen. Ob das die Urananreicherung in Grunde ist. Ob das der Meiler, der Forschungsmeiler in Garching ist. Ob das die Lagerung von Atomwaffen in Büchel ist. Wo wir jetzt als Deutsche Flugzeuge anschaffen, die die notwendige Voraussetzung sind dafür, dass die möglichen Atomwaffen und solch einen Krieg, man wünscht es sich nicht, aber die ganzen Szenarien, die Bedrohungslagen laufen möglicherweise darauf hinaus, damit Deutschland dann mit seinen Atombombern die Atomwaffen in die gegnerischen Gegenden trägt. Das ist Deutschland, das ist Realität und ich weise euch darauf hin und bitte euch, dagegen zu protestieren, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein und dann am 15.04. nach Möglichkeit am Odeonsplatz in München auch mit ordentlichen Mengen von Menschen den Protest auf die Straße zu bringen. Vielen Dank dafür. Ist ordentlich. Der Edo hat es gerade gesagt, der Zusammenhang zwischen Anti-AKW-Bewegung und Friedensbewegung ist elementar und hängt zusammen. Es sind zwei Geschwister eine und derselben Sache und die Jugend gehört auch dazu, finde ich. Ich bin jetzt mittlerweile Großvater von drei Enkelkindern und habe drei Kinder und deshalb bitte ich alle, sich gemeinsam für die Sache zu engagieren, dass wir endlich atomkraftfrei und atomwaffenfrei auf der ganzen Welt werden und das Militär weltweit abgeschafft werden möge, wie es in der Bibel schon steht, schwerer zu Pflugscharen. Und das hat auch die DDR-Friedensbewegung und Menschenrechtsbewegung und Umweltbewegung in ihrem friedlichen Protest schon mal bewiesen. Grafenrheinfeld wurde 2015 vom Netz genommen, aber der Atomstandort Grafenrheinfeld besteht immer noch. Und er wird noch ewig lange bestehen und wir werden es nicht miterleben, das Ende. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig, zu schauen, wo wir aktiv werden können.
aktuell eben gegen die weitere Atommülleinlagerung, wo, glaube ich, wir alle der Meinung sind, da wurden wir auch wieder verarscht von der Atomindustrie und ihren Befürwortern in vielen Parteien.